war geil. Ja. Steppel ist ein geiler Typ. Ja. Liebe Grüße an Steppel. Nee, aber es war super im Studio. Also ich hatte großen Spaß. Super cool. Ich will jeden Tag nur aufnehmen und dann live spielen. Wir haben uns im Musikstudium kennengelernt. Und im Februar 2021 brauchte ich für eine Prüfung eine Band. Und da haben wir direkt schon in der ersten Probe gemerkt, dass die Chemie total cool ist. Und ich glaube, wir haben sofort ein Stück zusammengeschrieben. Es geht eigentlich so los, dass einer eine Idee mit in den nicht vorhandenen Proberaum bringt. Meist die 012. Ich glaube, wir hören alle ganz unterschiedliche Musik. Von Jazz bis was weiß ich, Pop, über Rock, Metal, House. Genau. Und wir schmeißen das alles zusammen und versuchen, trotzdem einen roten Faden in den Liedern zu haben. Also am besten, sagt man, eine Fusion aus allen möglichen Genres. Und Gabo nennt es Progressive Fusion. Wir haben auch aus Emotionen Stücke geschrieben. Da wurde uns teilweise kurzfristig ein Konzert abgesagt und dann waren wir wütend. Dann haben wir aus dieser Wut zum Beispiel ein Stück geschrieben, aber auch das Gegenteil, dass wir eine total super Phase hatten. Wir haben ja ewig überlegt, wie wir uns nennen. War sehr anstrengend, hat sehr lange gedauert. Wir hatten viele verschiedene Namen und dann hatten wir ein Konzert. Das war brechend voll. Die Leute waren so gut drauf. Es hat einfach alles gepasst. Es war fast schon magisch. Und aus dieser Situation, aus diesem Gefühl raus, haben wir uns überlegt, wie wir das in den Namen packen können, wie wir das in die Band reinpacken können. Und ich glaube, dadurch ist irgendwie der Name Reboot the Mood entstanden. Wenn jemand vielleicht nicht gut drauf ist, aber dann zum Konzert geht, dass dann quasi da die Gefühlslage neu gestartet wird und danach im besten Fall gut drauf ist und freudig aus dem Konzert geht. Im Studio hat man natürlich dann den Vorteil, dass man noch mehr machen kann. Ja. Shaker da, Akustikgitarren ja dort. Ja, und da. Naja, die Soundspuren, die rauskamen, waren halt schon von Anfang an einfach irgendwie einfach geil. Und wir haben es uns halt angehört danach. Und noch nichts gemixt, noch nichts Effekte, noch gar nichts, null, bliblablub. Es war einfach, es klang einfach schon richtig gut und das hat diesen ganzen Prozess auf jeden Fall sehr inspiriert. Also ein Riesendank gilt natürlich euch fürs Reinhören und Reinschauen und vor allem der Initiative Musik, von der wir eine Förderung erhalten haben. Und in die das alles gar nicht möglich gewesen wäre. Gerade für KünstlerInnen und in unserem Fall Bands, die noch am Anfang ihres Schaffens stehen, wird es ermöglicht, die ersten Schritte in der Musikbranche zu tätigen und seine Träume, wie beispielsweise das erste Studioalbum oder die erste Tour, zu verwirklichen. Also wirklich eine super Sache für die Musikszene, Kulturszene. Und ich kann allen KünstlerInnen nur empfehlen, sich für eine Förderung zu bewerben.